Hallo und herzlich willkommen in der FDF-Garage. Wir sind in Remscheid. Ich darf nicht allzu laut sein. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Hat einer eine Uhr? Drei. Okay, wir haben gerade mal 18.45 Uhr. Ich dachte, wir sind voll spät. Es ist auf jeden Fall dunkel. Und kurze Geschichte. Ich habe einen Anruf bekommen vom guten Kumpel, Steven. Der fährt übrigens auch ein cooles Auto. Kannst du einmal einblenden? Danke. Und der meinte, hey, Ju, hast du Interesse am Omega? Ich dachte, Omega? Ja, was soll er kosten? Der sagte, pass auf, das Ding hat einen Haken, der steht seit ein paar Jahren in der Garage. Du holst ihn da raus und darfst das Auto haben. Ich sage, okay, hört sich fair an. Kann ich mir mal angucken? Ja, klar. Ja, gesagt, getan. Jetzt sind wir hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe noch nicht richtig reingeguckt. Auto steht aber seit 20 Jahren. Also wird es ein Omega A sein. Und das Auto wurde nur 8 Jahre bewegt. Ich bin so aufgeregt. Und ich glaube, es wird richtig geil. Wir zeigen euch auch Aufnahmen im Hellen. Es ist jetzt alles sehr dunkel. Ich wollte euch aber einfach mitnehmen, weil das einfach so geil ist und ich bin so aufgeregt. Wir zeigen euch auch Aufnahmen natürlich im Hellen, aber jetzt einmal kurz im Dunkeln muss ich euch das auch zeigen. Also, machen wir die Garage auf. Boah. Meinst du, die war lange zu? Lecker. Aber jetzt schaut euch das mal hier an. Das ist mal ein richtiger Garagenscheunenfund. Wahnsinn. Das ist, ich habe mir das Auto natürlich gerade, muss ich dazu sagen, schon mal angeguckt. Das haut mich komplett aus dem Socken, weißt du das? Ja, sieht man dir an. Ich würde am liebsten hier schlafen, weil ich Angst habe, dass er wegkommt. Zeig mal das Auto ein bisschen, Manus. Oder wir gucken mal zusammen, komm mit. Also guck mal hier, der Staub, ich gehe jetzt nicht drüber, sonst da gibt es ja Kratzer. Aber das Auto steht seit 21 Jahren hier drin. Kannst du auch an den Reifen auf der anderen Seite, kannst du es mal zeigen. Platt. Sehr platt, oder? Absolut platt. So 21 Jahre platt. Aber guck dir das mal an. Haben wir jetzt Platz für uns beide hier? Ja. Ja. Für dich? Auf jeden Fall. Kannst du da rein? Oh. Schwierig. Siehst du das? Was haben wir hier? Ein 2,6er Automatik. Und ganz geile Geschichte, oder beziehungsweise der Deal ist, ich bekomme das Auto und wenn er fertig ist, soll ich einmal zum Vater und soll ihm das Auto nochmal zeigen. Das Auto war das, so gesehen das Traumauto von dem Vater, also von dem Herrn, wo ich es jetzt bekomme, davon der Vater. Mhm. Das war sein Traumauto immer damals gewesen. Und dann war es soweit, hat er sich den gekauft, hat den 96, ich glaube, das dürfen wir jetzt nicht zeigen, weil da viel zu sehen, also Namen zu sehen ist, hat den 96 angemeldet und bis 99 gefahren. Und dann hat er gesagt, er war Vertriebler und ist so 80.000 Kilometer ungefähr im Jahr gefahren, hatte aber mehrere Autos, nicht nur den Omega, aber wollte den nicht so viel runterrocken und so viele Kilometer drauf fahren. Also hat er den weggestellt und hat sich dann einen 2 Liter Omega gekauft. Und das war vor 21 Jahren, also 99. Der hat vorher noch einen Ölservice bekommen, haben wir gerade gesehen. Und dann wurde das Auto weggestellt. Ey, sag mal ehrlich, das ist jetzt der Wahnsinn. Ne? Ich muss schon sagen, das ist echt sehr, sehr geil. Also. Hängt auch alles von der Decke. Und hier ist irgendwas mal. Boah, ey. Ich freue mich jetzt schon auf die Aufnahmen. A, wenn es hell ist und B, wenn ich ihn sauber gemacht habe. Komm her, Mann. Das hat ein bisschen was von Lost Places hier, ne? Ja, stimmt. Also, wie lange ist das so alles so? Boah, Junge. Boah. Dann ist meine Haube. Warte, ich habe hier die Papiere. Ja. Also, was haben wir hier? 2,6 Liter, rein 6 Zylinder. Ja. Rein 6 Zylinder, ne? Rein 6. Ja. Dual Ram. Man sieht hier, ist, also, keine Ahnung. Ich würde echt am liebsten hier, obwohl es arschkalt ist, ich würde am liebsten hier schlafen. Das ist noch Öl. Oh, Öl ist noch drin. ABS hat er. Aber keine Autobatterie angeschlossen. Batterie nicht, aber ich glaube, nach 21 Jahren hätte sie die wegschmeißen können. Ja.
Und vielleicht besser Kühlwasser ist noch drin. Und wir haben, irgendwo haben wir doch gerade hier so ein Links gehabt, ne? So ein, ja. Guck mal. Ist das nicht Endstufe? Allein schon so ein altes Gastrolschild. 98, 1.4.98, hat er 5,40 bekommen, 5,5 Liter. Geil, einfach so geil. Ein paar auch, danach. Man sieht so gar kein Rost, ne? Das ist, also ich will jetzt nicht zu große Töne spucken, aber ich habe bis jetzt noch keinen Rostfleck gefunden. Und das am A-Omega. Ich glaube, viele Fans mich auch, oder gerade die Opel-Fans, werden sagen, du Sack, warum hast du so viel Glück? Ja, und das ist ja so gesehen Nachbarort hier in Remscheid. Wahnsinn. Ich bin echt. Sieht man das, dass ich so, oder merkt man das, dass ich so ein bisschen? Ja, definitiv. Du redest sehr viel. Ich rede sehr viel, ich bin aufgeregt. Das Geile ist, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich bin ja selber auch auf so, also mein Opa hatte einen schwarzen 2 Liter 8V. Und den hat er sehr lange, den hat er auch sehr, sehr gepflegt und geliebt. Wir haben jeden Sonntag immer zusammen das Auto geputzt. Und ich wollte auch immer mal wieder ein Omega A haben. Ne? Und jetzt kein Rumgeheule, aber ich habe ja echt viele Autos, ne? Was ja auch schon bescheuert ist. Und dann, und dann kommt die Selbstständigkeit dazu und dann sind andere Sachen halt wichtiger. Ne? Aber dass jetzt jemand da herkommt und sagt, pass mal auf, Joe, nimm das Ding mit. Hauptsache, der ist aus der Garage raus. Dafür darfst du den behalten. Also ich fühle mich wirklich geehrt und ey, so viel Glück muss man erstmal haben. Jetzt Spaß beiseite. Das stimmt. Das ist krass. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, irgendwie im Lotto zu gewinnen oder so, oder die Geschichte, ich finde die irgendwie geiler. Also rein von der Emotion her, nicht vom Wert. Ja, und das ist auch, glaube ich, auf jeden Fall auch mit einem 6er Lotto zu vergleichen, weil für dich auf jeden Fall. Ja, also wirklich, das ist, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ne? Was sagt ihr? Tiefer, ein paar Felgen drauf und ein cooler Daily oder? Nein. Was haben wir überhaupt hier? Was hat der überhaupt an Leistung? 110 kW, entspricht 150 PS. Ja. Bei 5600 Umdrehungen, ich kann schön ablesen, und 2594 Kubikzentimeter. 150 PS bei 2,6 Liter? Ist ja, das, ich glaube, das fährt ewig. Ja. Wollte gerade sagen. Das ist, allein dieser Brief, der alte Brief, ey. Mega, mega geil. So, das ist ein 90er. 90, ja. 99 abgemeldet. Also 99. Wir machen, glaube ich, einen kleinen Cut. Ja. Viel sieht man nicht. Ich wollte euch nur zeigen, wie aufgeregt ich war. Eigentlich war die Abmachung, ich wusste wirklich nicht, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir hier waren, was für ein Omega ich überhaupt da bekomme. Ob A oder B, weil ich wusste gar nichts. Ich wusste nur ein Omega. Mhm. Ja? Und ich bin erstmal vom B-Omega ausgegangen. Und dann, als er meinte, seit 21 Jahren abgemeldet, habe ich gesagt, okay. Das wird schon eng, ja, weil er ist ja vorher noch gefahren, aber hätte immer noch gepasst, ja. Aber ich habe dann gesagt, bitte, 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 lass es ein A-Omega sein. Und dann kriege ich nicht nur ein A-Omega, sondern noch einen Sechszylinder. Und wie gesagt, eigentlich wollten wir das alles mit Kamera festhalten, ging nicht. Ich musste vorher reingucken, es tut mir wirklich leid, aber ich habe mich jetzt trotzdem mitgenommen. Ihr könnt mich, also ich glaube, ihr seht das nicht, ne, aber ich kriege mich kaum ein. Das waren erstmal die Aufnahmen im Dunkeln. Ich habe euch erstmal mitgenommen und ich glaube, morgen holen wir den, also mit ganz viel Glück können wir den morgen abholen und dann gibt es in Hellen nochmal ein paar Aufnahmen und dann werde ich ihn waschen und ich glaube, dann werde ich einfach heulen. Einfach heulen. Okay, ich bin gespannt auf diese Aufnahme. Nein, heulen, okay, heulen. Oh, nein, da nicht. Weil dann gibt es, glaube ich, Ärger auch von meiner Frau. Die sagt, darfst nicht heulen wegen dem Auto. Habe ich aber übrigens bei meiner Hochzeit. So, ich laber schon wieder so viel Müll. Ich sag mal bis später. Morgen. I tell you though, cause I'm feeling so good. I tell you though, cause I'm feeling so good. Oh, my darkest memories might let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. Get away with it. Cause you make me love my imperfections. Answer all my questions just to show
Das Video haben wir irgendwie komplett andersrum angefragt, ne? Also, kurze Inhaltswiedergabe. Ich habe Anruf bekommen, willst du einen Omega haben? A oder B, keine Ahnung, willst du haben? Jo, nehme ich. Garage aufgemacht. Darf man sagen, dass man sowas Ähnliches von der Emotion her hat? Einfach Freude. Viel Freude. Also so, weißt du, was ich meine? Ja, ich okay, weiß. Gut. Viel Freude hatte ich. Viel Freude. Männliche Freude. Ja. So, verstehst du, ne? Ja, ja. So. So, Auto, der Mann hatte leider keine Zeit, haben wir den aufgeladen, hier hingebracht, da habe ich ihn gewaschen. Ich glaube, ich habe sogar ein paar Bilder gemacht, kannst du mal einfach zeigen. Ja. Kannst du mal reinschmeißen. Ja, und jetzt, glaube ich, machen wir eine Bestandsaufnahme, weil beim Opel, sage ich mal, ist es ja ein bisschen wichtiger, was unten drunter ist und nicht oben drüber. Ne? Weil wir haben ja eigentlich so ein bisschen Rostprobleme, muss man ja ehrlicherweise zugeben. Aber haben alle fast alte Autos. Ja, das stimmt. Ja. Wie lange stand der jetzt in der Garage? 21 Jahre stand. Also das Auto ist von 91. Mhm. Ist 8 Jahre in seinen Autolebensjahren gefahren worden und war dann 21 Jahre in der Garage. Ja. Bringt Vorteile mit sich, bringt aber auch Nachteile mit sich. Weil, wenn es Sprit alt wird, wird es richtig gemein. Also ich meine, wenn es schon trocken ist, ist es richtig gemein. Aber wenn wir mal hier einmal rüber gucken, was Sprit halt hier veranstaltet. Ne? Das ist die Halterung. Jetzt mal die Lampe weg, die brauchen wir noch nicht. Das ist die Halterung von der Benzinpumpe. Guckt euch das mal an. Eigentlich ist es festes Gummi. Das war mal Schlauch, ein Stück Schlauch. Was ist das? Also das war ein Benzinschlauch. Das, ja, also weil. Also es wird richtig aggressiv. Hier, das ist die Innentankpumpe. Das war so hin und so. Das ist einfach alles. Ne? Guck mal, hier ist noch ein bisschen Schlauch drauf. Ja. Ne? Also Sprit ist richtig aggressiv. Was hat das als Folge oder als Konsequenz? Die Pumpe ist auch festgegangen. Ja. So, was haben wir gemacht, damit die Leute jetzt auch nicht, oder damit nicht gemeckert wird, ey, du hast den einfach angeschmissen. Nein, haben wir nicht. Wir haben Spritsystem sauber gemacht, ja. Den Tank leer gepumpt, voll gemacht, leer gepumpt, ja. Den Dreck aus dem Tank. Wir haben die Spritleitung sauber gemacht. Aber was ich nicht gemacht habe, wo ich ein bisschen Hoffnung hatte, dass es so klappt, sind die Einspritzventile. Habe ich ja gerade erklärt. Ne? Mhm. Die sind jetzt verklebt. Ihr müsst euch halt vorstellen, dass die Einspritzventile halt darunter auch so leiden. Ne? Dass sie halt dann verklebt sind. Die müssten wir ausbauen, einmal auch die Einspritzleiste reinigen. Aber bevor wir gestartet haben, haben wir den Motor mit der Hand durchgedreht. Der war nicht feste. Wir haben das Öl gewechselt. Was haben wir noch gemacht? Das war es eigentlich schon. Ja, wir haben die Kerzen sauber gemacht. So, ne? Also später. Dann haben wir den gestartet. Dann wollte er erstmal nicht. Ja, und dann irgendwann war er da. Haben wir ja gerade gesehen. Habe ich einmal entlüftet. Das ist cool bei Opel. Eine Einspritzleiste, so ein Lüftungsventil. Haben wir entlüftet. Und jetzt ist er da. Aber er läuft halt auf 5 Zylinder. Da, wie gesagt, den Fehler müssen wir noch suchen, aber nicht jetzt. Uns rennt ein bisschen die Zeit davor, weil wir müssen ja auch noch andere Sachen machen. So Kundenfahrzeuge zum Beispiel. Aber wir machen kurze Bestandsaufnahme. Ich glaube, das Fahrvideo machen wir nochmal extra über das Auto, oder? Ja. Weil das wird sonst zu lang. Komm mit. Hier haben wir Licht. Fangen wir hier vorne an. Seht ihr neuen Filter? Mhm. Ja. Ja gut, das Ganze ist halt ein bisschen ölfeucht. Aber das hält sich im Rahmen, ja. Aber wenn wir jetzt so hier reingucken zum Beispiel, ne? Ja. Kein Rost. Das ist noch nicht, was Dreck ist da. Seht ihr das? Ja. Weißt du, was ein bisschen halt in Mitleidenschaft gezogen worden sind die Servoleitung. Jetzt richtig mit der Servoleitung. Ich glaube schon, oder Klimaleitung. Ne, müsste die Servoleitung sein. Dann auf der Seite. Guck mal. Was hier ganz leicht was. Aber das ist gar nichts. Das ist, glaube ich, sogar Wachs. Ja? So, dann gucken wir hier rein. Kannst du was sehen? Warte, leuchten wir nochmal nach oben. Ja. Das ist, also, ich habe Omegas gehabt. Ich muss dazu sagen, ich liebe Omegas. Ich habe ja gesagt, ich bin ja auch auf so einem Omega, ich komme ins Licht. Ich bin ja in so auf der Rücksitzbank, sage ich mal, mehr oder weniger aufgewachsen von so einem A-Omega. Mein Opa hat halt einen. Und damit sind wir sogar nach Italien gefahren mit 4 Mann. Und der hat das Auto so geliebt und gepflegt. Wenn ich irgendwo ein Foto habe, füge ich das ein. Aber kann ich euch nicht versprechen, dass ich noch eins habe. Und seitdem bin ich so ein bisschen auf Omega halt kleben geblieben. Ne? Lotus Omega Traumauto, weiß glaube ich mittlerweile jeder.
Ja, und deswegen, sowas zu bekommen, ist dann umso genialer. Und ich hatte, wie gesagt, schon ein paar Stück. Und die hatten da schon jetzt an den Stellen, wo ich euch es gezeigt habe, hatten die schon extrem Rost. Und der hat gar nichts. Aber gleich kommen die Schwachstellen. Und wenn ihr seht, oder vom Omega, und wenn ihr seht, in welchem Zustand die sind, dann dreht man komplett durch als Opel-Fan. So. Also, hier habe ich auch schon mal Rost gehabt, an den Träger. Ja. Aber guck ich sie an. Das ist nichts. Also, Neuwagenzustand würde ich das sagen. Hier auch. Ihr seht, hier hat er gar nichts. Das ist Dreck. Ne? Das ist alles, das Auto ist unten drunter so sauber. Hier ist die Konstruktion, die der Tim mir gemacht hat. Von Innenteig umgepackt auf Außenteig. Wie gesagt, es kann nie schnell genug gehen bei mir. Deswegen haben wir es jetzt so provisorisch gemacht, haben das aber auch so gemacht, dass keine Löcher irgendwo reingebohrt werden. Ja? Nicht, dass ihr denkt, wir haben da irgendwo reingebohrt. Nein. Wir haben ein paar Löcher genommen, die vorgegeben waren, haben uns aber, oder der Tim hat das konstruiert, damit einfach der Wagen erstmal läuft. Mhm. Ne? Aber guck jetzt mal hier, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Warte, hier hinter vom Omega, hier rosten die extrem. Ja, hier rosten die extrem. Ja. Das sieht aus wie neu. Ja, also alles. Dann rosten die natürlich auf der anderen Seite genau dasselbe. Hier wird gerne gerostet, also ne, setzen die gerne mal Rost an und da vorne. Boah, Bala. Warte. Wie ist das hier? Ja. Hier hinter, da ist gar nichts. Das sieht aus wie neu. Kann ich gar nicht oft genug sagen, aber wenn man jetzt hier guckt, kriegst du das irgendwie drauf von hier mal? Das. Was du meinst, die Außen da? Die Kante hier. Diese Kante, so gesehen. Hier das alles. Ja, das siehst du das alles? Ja. Siehst du, dass sie noch da ist? Ist die sonst immer weg? Die gibt's wirklich jetzt Spaß beiseite. Ein Omega, der nicht restauriert worden ist, ist so selten, dass sie noch da ist. Also hier rosten die überall. Warum? Hier sammelt sich der Dreck, Wasser, das geht hier zwischen und dann rostet der. Dann fängt er hier an den Türen und so. Also wenn man hier rein, können wir gleich zeigen, wenn wir aufmachen. Aber guck mal hier rein, hier ist gar nichts. Null. Also einfach mal gar nichts. Das ist alles wie aus dem Berg. Da war die Garage auf jeden Fall trocken, wo da so lange drin stand. Ja, geht. Der Auspuff wurde ein bisschen mit Leidenschaft gezogen, ne? Aber auch hier, also. Ich glaube, ich bin zu schnell für dich, oder? Ja, nee, es geht. Hier oben sieht man so ein bisschen. Das ist der Tank, das ist nicht schlimm. Ja. Aber jetzt hier oben. Und genauso die andere Seite. Kante, komplett da. Ich drehe durch. Hier, die komplette Kante. Das ist nur direkt dran. Auch hier drin. Das ist alles wie, als ob das Auto irgendwie ein Jahr gefahren wurde. Also der war auf jeden Fall, ist es ein gepflegtes Auto. Wie viele Kilometer hat der runter? 180.000. Alles Autobahn aber. Also auf jeden Fall. Ja, Langstrecke. Auf jeden Fall beim Vorbesitzer, der war Vertriebler und der hat sich das Auto halt gekauft und ist im Jahr, sagt er, also hat mir der Sohn erzählt, 80.000 bis 90.000 Kilometer im Jahr gefahren. Hatte aber auch mehrere Autos und wollte den halt nicht so extrem runterrocken. Und hat den dann irgendwann weggestellt und hat gesagt, den mache ich mir irgendwann. Das war vor 21 Jahren. Was ich viel aufregender finde über so Autos, ist, wenn ich so im Innenraum rumwühle und alte Sachen finde. Also, was haben wir hier? Pfennig. 10 Pfennig. Dann, die hatte mein Opa zum Beispiel auch immer in seinem Omega. Ich glaube, die gibt es noch, aber. Ich glaube, die gibt es noch, aber mittlerweile sieht die Verpackung ein bisschen anders aus. Genau. Ich weiß nicht, ob es alt ist oder nicht. Inspektionssystem Opel heißt Service Heft. Ich will es nicht so, also ich meine, das ist eh dreckig. 97 hat er letzte Mal die Inspektion bekommen. Die erste. Geil, ne? Ich glaube, aber das führen wir auch weiter. Also ich werde da eine Inspektion machen, dass sie abstimmt. Das ist schon lustig, oder? Ich finde das geil mit dem Fenster. Hammer. Das ist so. Dann haben wir hier Fahrscheine für die Fähre. Also wurde viel auf der Fähre gefahren. 3,50 Mark. Eine Mark 10, ein 3,60 Mark. Geil. Hammer, ne? Also, eigentlich musst du sowas wegwerfen, aber irgendwie auch schade, ne? Ja, oder du machst so eine kleine Mappe und tust die da einfach wieder ins Auto. Hier wurde für 100 Mark getankt. 66 Liter. 66 Liter, 100 Mark? Ja. Geil. Dann, ne? Typisch Oma früher. Für Alexander Gabriel Florian, je 50 D-Mark. Grüß Oma.
geil. Hammer, oder? So ein Taschengeld. So ein ja, vor allen Dingen so geil geschrieben. So, die ist schon cool. So schreibt meine Oma auch immer. Ja, Vasco da Gama. Und hier haben wir ein Navi von 84. Navigationssystem? Navigationssystem von 84. Wo ist denn der Stromstecker? Da war klar, dass du Jüngling das so sagst, aber ich erinnere mich da auch noch dran. Ich habe erzählt, wir sind nach Italien gefahren. Heftig, und dass man damals so sich orientieren konnte. Hammer, ne? Und ich wäre absolut lost. Wir sind damals also so nach Italien gefahren, ne? Also mit so Karten hier. Ja, ich kann mich erinnern, mein Opa hat das früher auch immer gemacht. Ich könnte, also ganz ehrlich, jetzt Hand aufs Herz, ich könnte das nicht. Nee. Das wäre, keine Ahnung. Ich wüsste gar nicht, wo ich da bin, wenn ich nicht weiß, wo mein Standort wäre. Eigentlich schade, dass wir sowas nicht mehr können, aber das wollte ich euch kurz zeigen. So, jetzt tun wir den raus, den Omega, dann gibt es noch ein paar Aufnahmen von draußen und dann verabschieden wir uns. Aber läuft, ne? Läuft runter. Der Auspuff ist ein bisschen undig, aber er läuft und er läuft gut. Ich habe den jetzt nochmal kurz angemacht und lief er. Ich bin so endlos glücklich. Und ich fühle mich so wohl, vor allem ist mein Auto in meiner Größe. Ich habe hier Platz, weißt du? So. Okay. Genau. Ich glaube, hau noch ein paar Aufnahmen von außen rein. Ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass der Kanal auch so viele Abonnenten mittlerweile hat und so viele Klicks. Da wollte ich mich echt von Herzen bedanken. Vielen, vielen Dank für jeden Einzelnen, der mich unterstützt und sich mein Gelaber anhört. Ich wünsche euch einen wunderschönen, ich weiß nicht, ob wir Donnerstag, Sonntag, aber ich denke mal sonntags werden wir es auch schon. Wunderschönen Sonntag noch. Bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Bis bald. Ciao. I'm just calling to say I...